Hallo liebe Mafia-Freunde, Carsten Strauch hier. Ich nehme euch mit hinter die Kulissen unseres Kinofilms Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt. Es tut mir leid, immer wenn ich aufgeregt bin, kann da nichts mehr. Heute sind wir in unserem Chicago-Set, das wir verwenden für die Episode mit Bastian Pastewka als Al Capone. Nun, meine Erfahrung sagt mir, wer einmal mit der Mistgabel Samba tanzt, der schnarcht auch ohne Zähne. Beziehungsweise ist das eigentlich das New York-Set hier in den Nuboyana-Studios in Sofia, das für uns als Chicago umgestaltet wurde. Einige bekannte Filme wurden hier schon gedreht, zum Beispiel Expendables, Rambo 5, Hellboy oder Olympus Has Fallen. Und tatsächlich ist das auch das größte New York-Set außerhalb New Yorks. Ja klar, wenn man ansonsten New York drehen will, dreht man natürlich in Los Angeles, denn da steht auch ein sehr großes New York-Set, aber das hier ist größer. Nach New York selbst konnten wir schon wegen Corona nicht und da haben wir gesagt, ja, dann drehen wir doch einfach Chicago in New York in Sofia. Toll. Und dieses Set ist auch wirklich riesig. Das sind mehrere Straßenzüge, verschiedene Ecken und Kreuzungen, sogar U-Bahn-Stationen. Allerdings kommt man da nicht sehr weit. Wenn man hier mal runter geht, sieht man schon, dass das Streckennetz nicht so wahnsinnig gut ausgebaut ist. Man kann nur auf der einen Seite runter und auf der anderen wieder raus. Dafür sind allerdings auch die Ticketpreise sehr niedrig. Don't mess with the Mafia. Ich hab's immer gesagt. Er mag es nicht, wenn man ihn hintergeht. Man kann in diesem Set wirklich die unterschiedlichsten Perspektiven drehen. Nur in der Höhe muss man ein bisschen aufpassen. Die Gebäude haben zwar immerhin so 4 bis 5 Stockwerke, aber für New Yorker Verhältnisse doch noch ein bisschen wenig. Aus dieser Perspektive hat man jetzt einen sehr schönen Blick auf die New Yorker Straße mit den direkt angrenzenden New Yorker Bergen. Ja, das ist dann nämlich genau das Problem. Berge für New York doch eher ungewöhnlich. Wenn man da mit der Kamera hochschwenken will, muss man entsprechend die Gebäude digital ergänzen. Wobei sich das landschaftlich an sich ganz gut macht mit den Bergen. Also sollte man durchaus auch in New York mal drüber nachdenken. Zumal, wenn man in New York dann Berge hätte, könnte man sich hier wiederum den Aufwand mit der digitalen Erweiterung sparen. Aber mich fragt ja wieder keiner. Soll ich noch ein bisschen reinkommen? Ja, sehr gut. So, Eri. Ich fühle mich fast. Ja, genau. Wie heißt es doch so schön? Wenn der Bauer den Esel schält, blühen auf die schönsten Dorsche. Mehr zum Film findet ihr hier auf meinem Kanal. Am besten ihr nehmt noch ein Abo mit, um auch in Zukunft nichts zu verpassen. Und wenn ihr jetzt Lust auf den Film bekommen habt, dann sehen wir uns im Kino zu Die Geschichte der Menschheit leicht gekürzt.